Die Arbeiterkammerwahl 2014, 27. Jänner bis 7. Februar. Das Team Erwin Zangerl hat seit 5 Jahren eine sehr erfolgreiche Geschäftsführerin, Tanja Rupprecht. Eines der großen Ziele, Frau Rupprecht, war ja raus in die Bezirke. Präsident Erwin Zangerl hat damals versprochen, die Bezirke müssen gestärkt werden. Es waren ja teilweise nur 1, 2, 3 Leute im Einsatz, jetzt sind es deutlich mehr geworden. Ja, das stimmt. Also wir haben in den vergangenen 5 Jahren sämtliche Bezirkskammern ausgebaut, sowohl räumlich wie auch mitarbeitermäßig. Dazu haben wir Funktionäre dazu gefunden, dass derzeit 180 Leute im Einsatz sind. Ein weiteres Plus ist, dass wir zum Beispiel, es war so, dass in den Bezirkskammern haben vor 5 Jahren noch 1 bis 2 Veranstaltungen pro Jahr stattgefunden. Derzeit sind es bis zu 14 Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, teilweise auch Tag der offenen Türen und vieles, vieles mehr, um einfach näher an die Leute heranzukommen, uns besser zu präsentieren und einfach halt im Grunde jedem die Möglichkeit zu geben, die Arbeiterkammer als Schutzhaus zu betrachten. Ist es von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angenommen worden, dass ihr jetzt auch verstärkt in den Bezirken unterwegs seid? Ja, das ist sehr gut angenommen worden. Also die Veranstaltungen sind sehr gut besucht, zwischen 40 bis zu 120 Leute. Manche Veranstaltungen müssen auch noch einmal angesetzt werden, weil wir zu viele Leute sich angemeldet haben. Also es ist wirklich sehr gut. Die Wahlbeteiligungen bei diversen Wahlen, Landtagswahlen, Nationalratswahlen gehen ja deutlich zurück. Wie wichtig ist es, dass viele zu der Arbeiterkammerwahl gehen? Das ist also sehr, sehr wichtig. Ja. Also wir wollen schauen, dass wir also so viel wie möglich Leute motivieren, bei der Arbeiterkammerwahl ihre Stimme abzugeben. Die Zeiten werden wahrscheinlich nicht leichter werden, sondern eher schwieriger noch. Und wir brauchen eine hohe Wahlbeteiligung, um auch ein richtiger Gegenpol für bestimmte politische Entscheidungen etc. zu werden und zu sein und weiterhin zu bleiben.